Bei mir sind inzwischen zwei Gäste angelandet. Herzlich willkommen, Florian Becker-Gitschel und Hans-Dieter Maisberger. Florian Becker-Gitschel ist Head of Finance der Theologischen Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Und Hans-Dieter Maisberger ist ein Begleiter des virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen von der ersten Stunde oder Minute an, könnte man sagen. Er ist von der DZ-Bank und verwaltet mit seinem Team mehrere hundert Stiftungen. Lieber Herr Becker-Gitschel, wir kennen ja die Zoologische Gesellschaft Frankfurt mit dem berühmten Zoodirektor und auch Filmemacher Bernhard Grzimek. Viele Jahre war er Direktor des Frankfurter Zoos und er hat diesen berühmten Dokumentarfilm Serengeti darf nicht sterben gemacht. 1960 wurde der als erster deutscher Film nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Oscar ausgezeichnet. Wie dürfen wir uns die Zoologische Gesellschaft Frankfurt heute vorstellen? Kurze Information über Ihre Gesellschaft und natürlich haben Sie auch eine Stiftung. Ja, absolut. Also die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist mittlerweile eine große private Naturschutzorganisation. Wir sind in 18 Ländern unterwegs, haben ungefähr 1500 Mitarbeiter. Unser Ziel ist der Schutz großflächiger Wildnisgebiete, zum Beispiel die Serengeti, in der wir seit über 40 Jahren letztendlich tätig sind. Und unsere Stiftung, die Hilfe für bedrohte Tierwelt, die 2001 gegründet worden ist, geht auf einen Spendenaufruf letztendlich von Bernhard Grzimek zurück. Diese Stiftung lebt von den damaligen Spenden, lebt von Zustiftungen, lebt von Erbschaften, wächst und gedeiht und ist mittlerweile ein gutes Standbein eigentlich zur Förderung der Arbeit der Zoologischen Gesellschaft weltweit. Mhm. Und damit sind wir beim Thema Vermögensverwaltung. Wie legen Sie an? Ja, das ist keine einfache Frage. Wie legt man an? Und ich glaube, auch im Hintergrund war zeitlos und zeitgemäß ein Punkt. Zeitlos ist für eine Stiftung in der Tat das grundlegende Motto. Wie strukturiert man eine Kapitalanlage, die zeitlos ist? Und das ist für einen Mensch, der nur einen gewissen Zeitraum überblickt, nicht einfach. Und für eine Stiftung das aufzustellen, also muss man die Rahmenbedingungen schaffen. Und das machen wir im Rahmen unserer Strategie. Langfristig aufbauen, nicht über unsere eigene Persönlichkeit, unsere Eigenmotivation oder Emotionen zu entscheiden, sondern langfristig eine Struktur aufzubauen mit gewissen Säulen, ähnlich wie ein Puzzle, ähnlich wie ein Haus und dann unterschiedliche Bausteine einbauen und das dann nicht selbstständig machen oder alleine machen, sondern mit Spezialisten machen, mit Leuten, die nichts anderes machen und diese dann zu kontrollieren und natürlich auch zu hinterfragen und es zu verstehen. Also das heißt, Ihre Vermögensverwaltung haben Sie hier sozusagen outgesourced. Richtig. Und genau. Also, begleiten das, aber es macht tatsächlich jemand anders. Absolut. Also wir sind ja im Rahmen der Zoologischen Gesellschaft, das ist unsere Aufgabe, alles, was mit Geld zu tun hat. Das geht von der einzelnen Spende bis zur Projektverausgabung. Wir kaufen Flugzeuge, wir kaufen Autos, wir trainieren Ranger. Alles muss irgendwie finanziert werden. Das heißt, wir können mit einem kleinen, effizienten Finanzteam nicht alles machen. Und deswegen konzentrieren wir uns in unserer Arbeit auch mit Spezialisten auf einzelne Spezialgebiete. Und das ist die Kapitalanlage in der Tat eine Sache, wo wir sagen, es können Leute vielleicht besser, die tagtäglich nichts anderes machen. Aber diesen Leuten darf man keine Wildcard geben, sondern man muss sie kontrollieren. Und das ist, wie wir unsere Aufgabe einschätzen, ist, dass wir die Leute kontrollieren, dass wir dieses hinterfragen und dass wir auch vergleichen. Lieber Herr Maisberger, Sie haben ja eine ganze Reihe von Stiftungen, die Sie verwalten und beraten. Es sind mehrere hundert. Wie viele sind das aktuell? Aktuell sind das über 800 Stiftungen, also rechtsfähige Stiftungen, die wir bundesweit her begleiten, in der Vermögensanlage verwalten, dementsprechend wirklich den Fokus drauf zu legen, wie individuell oder wie standardisiert wünscht eben halt die Stiftung die Vermögensverwaltung. Bis hin, nicht nur, dass man sagt, die Delegation, sondern auch der ein oder andere Stiftungsvorstand möchte es eben halt noch selbst entscheiden über ein Beratungsmandat. Mhm. Und wie ist es bei Ihnen? Wir hatten ja gerade schon das Thema zeitlos und zeitgemäß. Ich vermute mal, Sie sind ein Befürworter des Anlagekonzepts, der Konzeption. Was raten Sie da? Was ist Ihr Erfahrungswert? Inwieweit braucht eine Stiftung ein Anlagekonzept? In der Tat, ein Anlagekonzept, ich muss mir zuerst mal die Ziele setzen. Also so wie Herr Becker-Gitschel das ja natürlich auch gesagt hat, wo möchte gerne die Stiftung dementsprechend auch aus der Finanzwelt heraus genügend Mittel auch erwirtschaften, zum Wohle der Stiftung, ja,
um Erträge zu erwirtschaften, damit ich auch diesen Zweck dann nach wie vor bedienen kann. Und deswegen brauche ich unbedingt ein Anlagekonzept. Ich muss mir Gedanken machen, ja, über das Anlageuniversum, über die Risiken, ja, die ich eingehen möchte oder die ich auch wirklich aussetze. Also nochmal auf den Punkt gebracht, was gehört rein ins Anlagekonzept? Also die Risiken und was gehört noch da rein? Ja, also ich muss eine Entscheidung treffen, delegiere oder beziehungsweise lasse ich das Vermögen, das Stiftungsvermögen von externen verwalten oder verwalte ich es selbst, also eine Aussage zu treffen über das Risikomanagement. Wer übernimmt das Risiko in der Stiftungsverwaltung? Das kann ich alles dokumentieren. Zum Anlagekonzept sage ich nach wie vor immer, es gehört eine vernünftige Anlagerichtlinie. Und das ist kein Hexenwerk. Eine Anlagerichtlinie sollte dann auch so definiert sein, über die Anlagegrenzen. Also zum Beispiel auch, wenn ich sage, nee, es soll jetzt alles nicht in festverzinslichen Wertpapieren defensiv angelegt werden, sondern konservativ oder ausgewogen. Gerade bei liquiden Assets muss man da schon dementsprechend eine Definition treffen. Und darüber hinaus natürlich eben halt die ganzen Anlageklassen genau sich anschauen, in welche Risiken möchte ich gerne gehen. Auch Bonitätsrisiken, dass ich dann eben halt weiß, was habe ich genau in meinem Portfolio. Mhm. Und Herr Becker-Gitschel, wie machen Sie das, wenn Sie haben auch eine Anlage, Richtlinien und ein Konzept? Und wie oft schauen Sie da drüber? Wenn Sie das einmal entwickelt haben, werden Sie es ja wahrscheinlich nicht für alle Zeit so stehen lassen. Absolut, das ist ein lebendes Werk. Und also wir versuchen eigentlich, unsere Anlagenrichtlinie relativ grob zu halten. Denn die Langfristigkeit ist entscheidend, also eine grobe Rahmenrichtlinie für die Langfristigkeit zu erstellen und das dann kontinuierlich zu überprüfen. Das heißt, wir geben keine einzelnen Assetklassen vor. Was wir machen, ist letztendlich, dass wir Aktien- und Rentenrisiken vorgeben und innerhalb dieser Risiken, die wir vorgeben, ist dann die Entscheidung des Assetmanagers, was aktuell dann das die richtige Anlagenklasse ist. Zusätzlich darf man natürlich nicht vergessen, dass eine Gesamtstiftung untergliedert ist in unterschiedliche Anlagevermögen, nicht nur das investierte Kapital, sondern auch real Investments wie Immobilien, wie Grund und Boden, was auf jeden Fall eigentlich zu einer gesunden Stiftung und Aufgliederung des Anlagevermögens dazugehört. Aber habe ich gerade richtig verstanden, Sie geben keine Aufteilung vor? Na, wie viel Prozent in welche Anlageklasse? Doch, also wir geben ein Risikoklassen vor und wir nennen das Aktien- und Rentenrisiko, also größeres Risiko und weniger größeres Risiko, obwohl das in 2020 auch das Rentenrisiko ein eher höheres Risiko war. Aber wir versuchen da möglichst grob zu definieren, was unser bewusstes Risiko ist und die Strukturierung der einzelnen Detail-Asset-Klassen, welches Format in der Anleihe, welches Format in der Aktie, das muss meines Erachtens der Asset-Manager entscheiden, der das Market-Timing hat, der die Phasen kennt und der dann auch das Handeln übernimmt. Mhm. Ja, wir wollen nicht täglich letztendlich auf die Märkte schauen, das muss der Asset Manager für uns machen und wir wollen nicht emotional in die Anlage gehen, sondern es muss ganz neutral nach Regeln letztendlich auch von dem Asset Manager durchgeführt werden und kontrollierbar sein. Jetzt vermute ich mal, dass Sie als Zoologische Gesellschaft Frankfurt, Sie engagieren sich ja in den Projekten im Naturschutz und im Erhalt der Natur, vermute ich mal, dass Sie großen Wert legen auf ESG, also die Nachhaltigkeitskriterien. Ja. Inwieweit geben Sie das vor? Also wir haben in der Tat Nachhaltigkeitsrichtlinien, die uns aber in dem Gesamtuniversum nicht groß einschränken. Also was wir machen, ist, dass wir klar die Reduzierung von kontraproduktiven Industrien oder Verhaltensweisen, das heißt Glücksspiel, Alkohol und solche Sachen sind natürlich nicht drin. Was wir auf jeden Fall ausschließen, ist Gold. Denn Gold ist in der Tat kontraproduktiv im alluvialen Schürfungen durch die Flüsse im Amazonasgebiet und widersetzt oder schadet letztendlich der Natur. Und das müssen wir auf jeden Fall ausschließen und machen wir auch nicht. Okay, sehr interessant. Also Sie schließen Gold aus. Absolut. Aus Naturschutzgründen. Und ich glaube, wir werden das Thema Gold heute im Laufe des Tages noch hören und mal gucken, ob andere Stiftungen das auch ausschließen. Herr Maisberger, wie schaut es denn nach Ihrer Erfahrung bei den vielen 100 Stiftungen, die Sie verwalten, mit der Nachhaltigkeit aus? Inwieweit integrieren Stiftungen inzwischen ESG-Kriterien? Wie streng sind sie oder was empfehlen Sie den Stiftungen? Also das Thema ist sehr zwiegespalten. Natürlich erreichen uns viele Ausschreibungen, wo immer stärker jetzt in den letzten Jahren die Nachhaltigkeit
angefragt wird. Mhm. Ja. Wie muss ich es genau definieren? Und letztendlich auch dann, wenn ich innerhalb des Gremiums in der Stiftung festlege Nachhaltigkeitskriterien, dann soll es aber auch nicht direkt so scharf eben halt dann ausgelegt werden. Das ist ein gesamter Prozess. Ich rate Stiftungsvorständen, Stiftungsräten, sich da wirklich einem Prozess anzuschließen, sodass man auch wirklich sagt, das ist eine Entwicklung. Man kann nicht auf einmal eine 180-Grad-Wende eben halt. Und ich denke mal, Becker Gischel, genau. Sie werden das genau nochmal bestätigen. Genau, also die kontinuierliche Verbesserung eigentlich des Nachhaltigkeitsabdrucks, das muss das Ziel sein. Also sich zu verbessern von einem Punkt und dann nach und nach eigentlich immer besser zu werden. Mhm. Genau. Ja. Und dadurch in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, wir haben eine Nachhaltigkeits-DNA schon seit über 20 Jahren, wo wir das ja natürlich auch mit den Spezialinstituten entwickelt haben. Von daher sage ich jetzt mal, die Definition Nachhaltigkeit wird natürlich auch sehr unterschiedlich ausgelegt. Und ich rate auch jedem dazu, legen Sie sich die Nachhaltigkeitsziele so fest, wie es für Sie selbst auch kontrollierbar ist. Mhm. Und es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht einfach, das alles so zu überblicken und zu durchschauen, welche Beteiligungen genau, welche Firmen in was engagiert sind. Gold, da gibt es sicher unterschiedliche Auffassungen dazu. Gibt es irgendwelche Instrumente, die Sie haben, um sich da behelfen zu können, um die Nachhaltigkeit einordnen, justieren zu können? Es gibt natürlich verschiedene Parameter, wo man sich daran halten kann. Unter anderem gibt es natürlich auch Research. Kennziffern, sodass man dementsprechend auch sagt, okay, ist jetzt der Titel oder beziehungsweise die Anlage hellgrün, dunkelgrün. Also von daher, es gibt ja auch unterschiedliche Bewertungen, wie nachhaltig ist jetzt ein Wert, ob das jetzt ein Unternehmenswert ist oder dementsprechend die Anlage an sich selbst. Aber insgesamt, also gerade für uns ist es auch wichtig, dass unsere Arbeit an sich zu 100% nachhaltig ist. Und ja, wir wollen mit unserem Investmentkapital nicht dagegen arbeiten, aber wir müssen auch realistisch sein, denn wir wollen Erträge definieren und Erträge erhalten, mit denen wir wieder dann nachhaltig arbeiten können. Also es ist schon ein Spagat der Investition, und wenn Sie in einem 100-Millionen-Vermögen in zigtausende von Unternehmen drin sind, dann ist es auch klar ein Ansatz der Diversifikation, aber auch schwierig, alle Firmen nachzuhalten, dass sie dann wirklich nachhaltig sind. Mhm. Und ich kann das nur unterstreichen, weil jede Stiftung hat eine Reputation zu gewinnen oder zu verlieren. Wenn man letztendlich auf der anderen Seite gute Dinge und gute Projekte umsetzen möchte, kann es nicht kontrovers eben halt in der Vermögensanlage laufen. Ja. Also wir sprechen ja unter dem Titel Stiftungsvermögen zeitlos und zeitgemäß. Also zeitgemäß, dazu gehört sicher dazu, das haben wir schon gesehen, die Anlagerichtlinien, die Anlagekonzeption und die Nachhaltigkeit. Und wie bleibe ich denn flexibel? Also was ist Flexibilität in dem Zusammenhang und wie bleibe ich flexibel? Flexibilität erhalten Sie in erster Linie durch die Satzung. Also die Satzung darf nicht so konkret sein, dass Sie da nicht mehr raus können. Also wenn die Satzung keine Definition der Anlagenrichtlinie beinhaltet, können Sie die Anlagerichtlinie als Dokument und als Zusatz letztendlich variabel im Anlageausschuss und mit den Gremien verändern. Im Rahmen natürlich der gesetzlichen Gegebenheiten, aber das gibt Ihnen die Möglichkeit eigentlich für Strömungen und Veränderungen. Wir wissen nicht, was in 50, in 100 Jahren ist. Die Stiftung wird in 100 Jahren noch sein, aber wie die Kapitalmärkte aussehen, wissen wir nicht. Deswegen dürfen wir nicht jetzt irgendwelche Instrumente reinschreiben, die halt in 100 Jahren nicht existieren. Also ja. Satzung und Anlage ganz klar trennen. Ja. Und haben Sie, Herr Maisberger, da auch so einen Zeitraum, wo Sie sagen, in dem Zeitraum wird das immer mal wieder den Gremien vorgelegt, die Anlagekriterien, die Anlagenkonzeption? Haben Sie da so eine Art Wiedervorlage dafür? Also grundsätzlich rate ich jedem Gremium, sich einmal im Jahr drüber Gedanken zu machen, ist die Anlagerichtlinie, die Anlagekonzept wirklich noch zeitgemäß oder gibt es vielleicht irgendwelche kurzfristigen Veränderungen am Kapitalmarkt, wo ich reagieren sollte? Und darüber hinaus natürlich eben halt generell, auch das kann ich nur noch mal unterstreichen, Anlagerichtlinien, Anlagekonzepte gehören nicht in die Satzung, sondern außerhalb in eine separate Anlagerichtlinie. Mhm. Also wichtig ist auch, dass die Gremien kein Eigeninteresse haben und nicht emotional agieren, denn das kann sowas torpedieren. Also man muss letztendlich neutral, logisch und rational an die Sache rangehen und langfristig denken. Ja.
Haben Sie einen Anlageausschuss außerhalb der offiziellen Beschlussgremien? Haben Sie einen Anlageausschuss, der regelmäßig berät? Wir haben einen internen Anlageausschuss, ja, der aus Vorstand, Geschäftsführung und Finanzbereich besteht. Und wir tauschen uns im Netzwerken aus mit anderen Stiftungen, mit den Dienstleistern, um dann letztendlich die Möglichkeit zu haben, auch diese Asset Manager, die wir haben, zu kontrollieren. Mhm. Ja. Wir haben aber auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade aus der Stiftungswelt, die jetzt dementsprechend wirklich eher in einer kleineren oder mittleren Stiftung eben halt arbeiten. Von daher sage ich auch immer, schauen Sie sich immer auf Ihre Ressourcen. Was haben Sie an Zeit, was haben Sie an Know-how mit in der Stiftung mitzubringen? Und letztendlich sage ich das mal, die Bandbreite ist riesengroß. Und wenn Sie aber das Know-how nicht selbst darstellen können, greifen Sie gerne auf externe Partner dann zurück. Das und heißt, kontrollieren Sie. Und kontrollieren. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also das heißt, gerade bei viel Ehrenamtlichkeit, bei einem ehrenamtlichen Vorstand, würden, ja, Sie aus Ihrer Erfahrung empfehlen, das Vermögen extern managen zu lassen? Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil auch in der Vergangenheit das ein oder andere Rechtsurteil da ergangen ist. Wenn man sich nicht professionelle Hilfe holt, ist man schnell irgendwo in der Haftung, wenn was schepp geht. Mhm. Ich denke, über das Thema Haftung und Verantwortlichkeit werden wir später im Laufe des Tages noch mehr hören. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, Herr Maisberger und Herr Becker-Gitschel, für Ihre Ausführungen, für das Teilen Ihrer Erfahrungen.